Verband. So, hier haben wir auch noch was. Hinten kam ich da nicht rein, ne? Ne. Aufgrund von Toxanols Bohrungen vor der Küste begann es Öl zu regnen, welches das Nass- und das Grundwasser verseuchte. Der Langzeiteffekt auf die Evolution der Lebewesen war, wie man jetzt weiß, der Grund für ihre Existenz. Okay. Jo. Die Schalter müssen auf eine Weise betätigt werden, dass genug Spannung durch den Leiter fließen kann. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Mega schwer. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Jetzt sind wir wieder hier. Das war die Tür, wo ich eben gerade rein wollte, ne? Er hat den Glibbergleiter zum Laufen gebracht. Er verfügt jetzt über einen Greifhaken und ein Sammelnetz, aber keine Panzerung und auch keinen Motor. Der Auf dem Nassgrund liegt viel von Wert, das du mit dem Sammelnetz einholen kannst. Du musst bloß die richtigen Stellen finden. Okay. Glibbo meint, Gizmo habe eine Kanone für den Glibbergleiter entwickelt. Doch statt Kugeln verschießt sie Quaker, quietschende Ablenkungen für den hochaufmerksamen Pummelschnauber. Das verschafft dir Zeit, um dich in Position zu bringen. Du solltest am besten mit Schlucker reden, wenn du Quaker suchst. Er kennt sich auf der Nassinsel aus und weiß, wo sich die Quaker am liebsten herumtreiben. Du wirst also die Ehre haben, Schlucker beim Sinkidink zu besuchen. Er wird dir sagen können, wo du die Quaker findest. Mhm. Das nackte Auge verrät nicht viel. Schlucker redet kaum. Er bevorzugt als Gesellschaft sich selbst und etwas zu trinken. Verwende die übliche... Ja. Grafik noch nicht so richtig hinterher. Es ruckelt relativ krass, wenn man dann versucht, ja, hin und her zu moven. Und das sind die Tiere. Willkommen auf der Nassinsel, wo der Horizont im Glibber verschwindet.
Oh, nice. Glänzende Perle. Oh. Frage Schlucke nach Quarkern. Erobere die den gegnerischen Außenposten. Erobere den gegnerischen Außenposten. Okay. Aber hier. Finde die Funkenputzler. Wegpunkt platzieren. Funkerputzler gerüstet. Klippergleiter Wrack. Kisten gefunden. Was? Gefangenen-Schicksale besiegelt. Tafeln gefunden. Das sind aber noch offene Sachen, ne? Nebenquests sind das ja. Boah. Ja, das sind die Nebenquests. Okay, ja. Leute, ich muss mal auf Toilette. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle hier nochmal eben kurz Pause. Ah, okay, ja, nach dem Kampf. Aus dem Leben gehauen. Okay, das Blatt haben wir. Aber wenn ich gerade noch sogar ein zweites gesehen. Ein weiterer Tuckertunnel. Pass auf die Tuk-Tuks auf. Gib mir auf den Sack, Alter, der Fette. Ich kann hier gar nicht richtig kämpfen, oder? Komm
macht er gar nicht so kaputt, okay. Ich hab gedacht, der macht ja gar nicht kaputt. So, haben wir hier alles? Scheinbar. Du solltest zum Netra-Stamm gehen. Ihr in die Klippe gehauenes Hauptquartier ist ein beeindruckender. Sag, das war eine interessante Unterhaltung. Egal, aha. Netra-Stamm. Aber hier, Eisenbahngleis. Das ist aber kaputt. Die Punkte, yay. Gummi gekriegt. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Erobere die gegnerischen Außenposten, ja. Können wir auch als nächstes machen, spielt eigentlich keine Rolle. Thank you.
diese Altkriegswaffe immer noch am geilsten, ne? Damit geht man eigentlich am geilsten ab. Dabei. Ja. Okay. Sonnendeckung. Hinten gibt es noch Loot. Oder? Nee. No. Das ist hier drüben. Okay. Müssen wir doch da hoch. Schick, schick. Schrotthammer. Mhm. Ein Filzfummel-Außenposten. Hier hat der Myriad-Stamm vor langer Zeit meditiert. Mal sehen. Mal dran gepinkelt. Wieder unsers. Kommst du nicht rein, oder was? Sagt, sie haben auf dich gewartet. Sie sind bereit, dem Außenposten Tod und Zerstörung zu bringen. Ich bin bereit. Erhofft, dass du es wirklich bist. Die Späher haben ein Mottennest in der Nähe des Außenpostens entdeckt. Wenn du es zerstörst, fallen die Motten über den Außenposten her, weil sie ein neues Zuhause brauchen. Genau das ist der Plan. Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Motten für ein wildes Durcheinander sorgen. Da drüben ist das Mottennest. Ja.
jetzt kann ich Schmerz mal, ist für dich nur ein Wort. Kann ich nochmal den, nehmen wir Glückspilz erstmal. So, kann ich noch die Ausrüstung anlegen, genau. Lol. Rüstung plus 18. Und kritische Treffer plus 6%. Gesundheit und KI. Dann nehmen wir das, ne? Auf Gesicht haben wir nichts. Rüstung plus 17. So. Was haben wir hier unten noch? Doch. So, der Endgegner hier. An. Ich weiche das schon aus. Was ist das denn? Thank you.
Okay. Jetzt haben wir's. Nest. Hast du Stufe 0 benötigt? Zerstöre es einfach! Gute Arbeit. Das Mottennest ist futsch. Die Motten fliegen auf den Außenposten zu. Die sind ordentlich aufgestachelt. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Easy. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Er sagt, deine Eroberung des zweiten gegnerischen Außenpostens war eine Glanzleistung. Du hast dir das Recht verdient, die Stammesfarben zu tragen. Denkt, du hast es dir mit Blut verdient. Was habe ich denn bekommen? Oh. Oh. Wie sehe ich denn aus, ey? Ausrüstung. Naja, waren jetzt nicht die besten Rüstungen, ne? Hunderteinundzwanzig jetzt wieder. Gesicht. Habe ich nichts. So. Inventar. Übergleiter. Herstellen, müssen wir mal gucken. Doch kann ich nichts herstellen. Kann
kann ich auch nichts herstellen. Rumpf. Nein. Ah, F für modifizieren. Nice. Zusatzteil, da Trenner. Zack. Sehr nice. So. Kann ich noch modifizieren? Brust. Ui, richtig viele Sachen. Da habe ich nichts. Da habe ich auch nichts. Da habe ich auch nichts. Da habe ich auch nichts. Schade. Schulter. Auf der. Zusatzding habe ich leider nichts. Kopf. Nein. Nebenhand. Einhand Hiebwaffen, Zweihand Schmetterwaffen. Kiesel. Ein Heft. Zusatz Stachelbolzen. Oh, hier, guck mal an, was das für Schadenswerte kriegt. Ein Stachel, zack, herstellen. Nice one. Eine Hauptwaffe. Neue Nahkampfwaffe herstellen, so. Botthammer. Eine Knirrkante. Seltenheit gewöhnlich, ungewöhnlich. Gewichtsklasse schwer. F. Zusatzteil Stachelbolzen. Schaden gerade mal so wenig. Das ist aber eine Einhandwaffe, ne? Kein Heft mehr, kein Ding mehr, okay. Verwerfen. Yay. Erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwo was looten können. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Außenposten genauso aussieht wie der vorige. Nebuyegafa. Sagt, der Zustand des Glibbers ist mit der Zeit immer widerlicher geworden. Es ist ein Wunder, dass noch etwas darin lebt. Wie sollen die Guppos inmitten dieser klebrigen Schmiere atmen können, geschweige denn schwimmen? Wenn Gil sie nicht von Zeit zu Zeit ordentlich schrubben würde, wären sie wahrscheinlich schon alle tot.
Warum hält Kime den Kuku sauber? Schätzt, nur so kann er überleben. Er versucht, die Gegend sauber zu halten, damit der Kupo überleben kann. Es ist schön, dass sich in dieser sterbenden Welt noch jemand Mühe gibt. Sagt, wenn man eine saubere Schüssel hat, sind sie gute Gesellschaft. Nebenquest, okay. Magnum. Hosi Hose. Was? Jetzt bin ich wieder hier oben. Ich spiel runter. Ah, hier war's drin. Hallo? Stecker. Kegeltüt. Da kommen manchmal Namen bei raus, ey, Wahnsinn. Überhörer. Der Captain, der ist auch so ein Überhörer. Der hört immer nur das, was er hören will. Zu Recht. Was? Pappelbrot. Ich meine, so die Grafik, ne, und auch die Effekte hier, ne, muss man schon sagen. Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Gefällt mir. Alter, für die Nebenquest 4000 Meter? Was? Hab ich gerade verguckt, oder was? Ach. Jo, da hinten, ey. Nee, da war. Suche Kima auf. Einfach mal am anderen Ende der Karte. Jawohl. Frage Schlucker nach Quakern. Ich würde sagen, da gehen wir als nächstes hin. Oder? Ja. Und dort was zum nächsten Außenposten.
hockten da hinten. Ein seltener Anblick. Koste ihn aus. Die Tierwelt hier steht am Rande der Auslöschung. So wie alle. Schon wieder der Fleischfresser. Nichts scheint seinen Hunger zu stillen. Wenn du nicht eingreifst, ist es um die Zniege geschehen. Danke dir, Chris, für den Lurk. Gute Nacht. Schlaf schön. Geschehen. Hat da eine gekriegt. Die ja verschwindet. Ich habe ein neues Tier. War doch gerade noch ein Monster, was ins Wasser geschwommen ist. Wo ist das denn? Gehört der jetzt eigentlich mir? Putiznige. Moment, ausprobieren. Transportmittel. Gut, die Sneaker, okay, ja, gehört mir. Ja. Schlucker. Das jetzt machen. Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. Dankeschön für dein Follow, schwarzes Schaf. Boing.
Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wie ich das machen soll. Warte mal, da hinten ist ein Zeppelin. Komme ich zu dem Zeppelin? Ja, mal außen rum. Dies ist ein Streitplatz. Um diesen schmutzigen Flecken wurden so viele Kriege geführt. Was für ein Jammer.
Also die Bosse im Nahkampf, das ist, naja, kannst du echt in die Tonne kloppen. Einen Schlag und ich bin dann kaum. Nur weil ich den Nacken bin. Hatte der was dabei? Die kein Loot oder was? Nice. Klops, Klotz. Was war's? Haben wir noch eine Quest? Was will der? Glaubt, dass die Verderbnis am Stamm des Baums des Lebens alles beeinträchtigt hat, sogar den Stil. Die meisten laufen einfach nur in den Lumpen herum, die sie finden können. Juju aber fertigt Kleidung an, in der man sagenhaft aussieht. Wie finde ich Juju? Sag, du wirst ihn nicht übersehen können, wenn du ihn findest. Findet das Jujus Arbeit jetzt, da die Welt vor dem Untergang steht, noch wichtiger ist als sonst. Du könntest wirklich von seiner Arbeit profitieren. Es gibt keinen Grund, in hässlichen Fetzen auf der Welt entlang zu laufen.
Versprich, dass du nicht enttäuscht sein wirst. Okay. Wo soll das sein? 2200 Meter. Suche Jujus auf, da Heilfelder. Okay, aber da bin ich noch nicht. Stärkere Fernkampfwaffe hätte was, definitiv, ja. Aber aktuell habe ich noch nichts gefunden. Wie ruhig dieser Ort ist. Hier kannst du dich erholen, wenn aus Tag Nacht wird. Okay, hab mich ausgeruht, Gesundheit wieder aufgefüllt. Ja. Auch nicht. War jetzt nicht so viel, was ich hier gekriegt habe, ne? Hat mehr ausgegeben, als dass ich was bekommen habe. Ach ne, was haben wir denn hier noch für einen Turm? Moment. Mit dem ich drauf komme. Okay, never mind. Energieregeneration, Bewegungsgeschwindigkeit wäre eigentlich auch nicht schlecht. Falschen. Ich hätte auch eine Beutechance, ne? Deine Bewegungen gleichen einem Tanz. Neue Sachen. Listerball. Wimpernschlag. Weiterhin auf E. Ja, wo ist mein anderes Ding hin? Knisterball. Okay, so Brand. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um Brand zu nutzen. Brandschlag hat dich vorwärts und hinterlässt deine Spur aus Feuer. Ja. Halt. So. Aura. Talente.
habe ich denn das? Basis Nahkampf. Nahkampf. Alter, Schmettern. Da war das. So. Oh. Alles klar. So, ganz kurz hier hochgucken. Irgendwas. Hier, alte Tempel. Lichterschrein. Lichterschreine geehrt. Aha. Kann man irgendwie das Hut aus... Wow. Ich wollte gerade fragen, kann man irgendwie das Hut ausstellen? Geil, guckt euch das mal an. Müll angebeten. Der, Nes Fasciolala, Aju Deputano. Meint, wenn du einen Mekton sehen willst, solltest du zu Gizmo auf dem Tuckerhof gehen. Iljakap Rev Ngrelja. Wird hier sein, wenn du zurückkommst. Okay. Ein Typ mit Rock, der einen Haufen Schrott anbetet. Tigerklinge. Nice. Aha, gefangen. Warte mal. Was beten Piep? Okay. Oh, was haben wir da? Haben wir da nochmal was? Zack. Hey, jetzt habe ich den auch. Cool, cool.
Hört auf zu pennen hier. Hallo? Muss ich lang? Hier rüber. Okay. Ich auch gleich den nehmen können. Ne? Egal. Was? Ah, sieht aber cool aus, ne? Wie so ein Star Wars Schiff. Wow, was geht ab? Nein! Nichts zum Heilen mehr, ne? Thank you.
Nein! Der letzte, ey. Und dann gibt er mir trotzdem mal eine. Zum Regenerieren, glaube ich, war das jetzt. Und was ist das da oben für ein Heini? Sägeblatt. Macht bestimmt gut Damage. Gasgesicht. Jawoll.
Okay. Blech. Mal sehen. Schützerkugel. Du stapfst durch das Dorf Pockbur. Denkt, man sollte nachts nicht draußen sein. Ja, das werde ich mich auch halten. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Bleib noch ein bisschen hängen. Okay. Hallo, ist hier jemand? Mal alles durchsuchen hier, erstmal alles fühlen, ob es irgendwas zu holen gibt. Wie ruhig dieser Ort ist. Hier kann. Wollen wir uns nochmal ausruhen? Ah, hier konnte ich auf den Zeppelin hoch. Ah, oh, wieder was Neues. Schick, schick. So, dann schauen wir mal, was der Händler kann. Behauptet, dass du nirgendwo bessere Waren finden wirst. Ja, das sagen sie alle. Hofft, mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Was hat er denn? Nahkampf. Alle Nahkampfbasenwaffen? Was? 260 bis 405. Zweihandhieb. Schwer. Also die stumpfen Waffen scheinen am geilsten zu sein bisher. Einhändig, Hieb. Großklinge. Genau, das sind die, ne? Okay. Jetzt aber nicht wirklich was Geiles dabei. Also. Im Endeffekt genauso stark wie meine, die ich schon hab. Junge, sein Gewehr will ich haben. Gern Host hier. Ja.
Nix. Okay. Können wir mal versuchen, jetzt mit dem Zeppelin darüber zu kommen. Ob das klappt. Hallo. Verbesserungswerkbank. Ach, das ist nur eine Verbesserungswerkbank. Ausrüstungsverbesserung. Gegenstände verbessern, ja. Material. Ui, dann werden die noch mal stärker, ne? Also Seltenheit hochbasteln. Zerlegen. Zerlegen. Okay, jetzt habe ich mir eine Schulter kaputt gemacht. Oh, muss ich echt aufpassen, ey. Der ist aber schlechter. Ziele, was haben wir da? Ach, hier können wir die Nahkampfwaffen verbessern, okay. Modifizieren. Boah, Alter, braucht das viel Zeugs. So viel habe ich ja gar nicht. So, Ausrüstungshändler. Muss ich noch aufsuchen. Ich habe hier den Einhändler. Wo ist der andere? Denkt, du solltest tagsüber nicht im Freien sein, wo dich alle sehen können. Sag, du kannst während der Öffnung wird hier sein. Schulter da, neue Schulterpolster. Die können wir mal einkaufen.
Das erschien fair. Bereich abgeschlossen, yay. So, Herstellung. Schultern, ausrüsten. Gesicht. Gasmaske. Jetzt haben wir noch eine Gasmaske an. Ausrüstung. Ach, den kann ich erst ab Level 12. Aber jetzt haben wir Rüstung. Wie viel haben wir Rüstung? Steht in die Rüstung. Da, 149 mittlerweile schon. Ja, Fernkampfschaden könnte jetzt mal besser werden, ne? Als nächstes. So, und jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich da rüberkomme. Ehrlich gesagt. Ach, jetzt kann ich dann auf einmal rufen. Das hier ist Zinky Dink. Hier ist Schlucker zu Hause. Mal sehen. Erstmal hingestrullert. Hey, Ödhammer. Er ist sich sicher, schon mal von dir gehört zu haben. Aber sein Gedächtnis ist gerade ein wenig vernebelt. Er fragt sich, ob du etwas zu trinken für ihn hast. Weist darauf hin, dass er auch hungrig ist, aber er hat stets Durst auf mehr. Sagt, du scheinst auch mächtig durstig zu sein, nach Taten in dieser Welt. Er weiß nicht, ob gute oder schlechte Taten, aber du scheinst vom Schicksal getrunken und den Geschmack gemocht zu haben. Möchte wissen, ob er dir sagen kann, wo sich etwas Gutes zu trinken befindet, das du dann feuchtfröhlich mit ihm teilst. Du siehst nämlich so aus, als könntest du einen Schluck vertragen. So oder so hofft er, dass du deine Kehle befeuchten kannst, bevor die Welt austrocknet und alle verdursten lässt. Sagt, das Leben ist wie ein unbekanntes Getränk. Manchmal unglaublich, manchmal furchtbar. So oder so, man kann erst nicht mehr trinken, wenn man tot ist. Richtig, darum geht es ihm ja. Aber mit neuen Getränken kann man nie aufhören, sonst wird es langweilig. Sagt, wenn du auf das Ende der Welt anstoßen willst, solltest du dich beeilen. Es steht bevor. Respektiert, dass du dich zuerst um dich selbst kümmerst, anstatt dich zu überheben. Fragt sich, wie du bei den Jagni landen konntest. Die trinken so wenig, wie Vögel.
So wird es vermutlich sein, doch er erträgt den Anblick nicht. Doch wen kümmern die schon? Sagt, wenn du das gute Zeug suchst, wirst du so enttäuscht sein wie er. Der Gluckermocker, der Trinkertrunk und sein Favorit Radiumsirup. Der ist inzwischen sogar noch berauschender, weil er in Tanklastzügen gealtert ist. Ohne ein Getränk, und das gilt besonders für Radiumsirup, kann er sich nicht bewegen und auch nicht so gut denken, da seine Geisteskraft direkt von der Menge an Sirup abhängt, die er geschluckt hat. Darum wird er Schlucker genannt. Das Trinken hilft ihm, den Zustand der Welt zu vergessen, aber immer nur bis morgen. Sobald die Sonne aufgeht, es macht die meisten dümmer, aber das sei seine spezielle Bürde. Du solltest wissen, dass er auch andere Interessen verfolgt. Er ist zum Beispiel der selbsterklärte Ornithologe der Nassinsel. Selbst in diesen dunklen Zeiten ist ein kühles Getränk nicht die einzige Möglichkeit, sich zu entspannen. Und zu deinem Glück kann er dir helfen. Piepsern beim Flattern zuzusehen, ist zwar schon beruhigend, aber noch besser sind die, die man sich ansehen und drücken kann, so wie die Quaker. Es ist sehr entspannend, sie zu quetschen. Ornithologe? Was könnte das wohl sein? Sagt, er habe in einem Buch aus der alten Welt gelesen, dass so jemand genannt wird, der sich mit allem auskennt, was flattert und zwitschert. Ah ja. Na gut. Sagt, hier ist es schön ruhig. Und das soll auch so bleiben. Heißt dich jederzeit willkommen. Wie, jetzt hat er... Schlucker meint, du solltest die Quaker nicht vergessen. Die quetschen sich nicht von allein. Er hat eine Quest gegeben, anscheinend. So, finde die Quakermulde, oder was? Genau. Oh, Schnellreise da hinten rüber. Ich muss mir gleich auf jeden Fall mal kurz was zu essen machen, Leute. Ich habe langsam... Ja, Hunger. Beere eingesammelt. Wo sind wir hier?
das. Gesundheitsregeneration. Wahrscheinlich nichts, ne? Nee. Schade. Die denn für Geräusche von sich? Oh, das ist schon mal ein Anfang von einer Waffe, ne? Aber das schien nach einer Einhandwaffe auszusehen. Ich muss da runter. Oh, was haben wir da? Meine Klonfaust ist zu schwach. Ich muss sie verbessern. Stufe 2 benötigt. Mhm. Alles klar. Zu schwach. Yay.
Die Quakermulde. Ein ziemlich irrer Ort. Was ist das? Okay. Muss schnell was looten? Ja. Doppelabzug. Du hast ein Kabelverbindungsrätsel gefunden. Du musst die drei Kabel mit verschiedenen Anschlüssen verbinden, um das Rätsel zu lösen. Jeder Anschluss hat einen positiven und einen negativen Wert. Diese Werte sind über und unter dem Anschluss zu sehen. Um das Rätsel erfolgreich zu lösen, verbinde die Kabel so, dass sie den Wert ergeben, der unten auf dem Bildschirm zu sehen ist. Um ein Kabel mit dem ausgewählten Anschluss zu verbinden, drücke Leertaste. So, wie soll das funktionieren? Sagt da jetzt mal nichts zu. GG. Verschlossen. Definitiv nicht offen. Ausgewichen. Ich finde, mit dieser alten Waffe hier kommt man am besten klar gegen Bosse, ne?
hat immer noch die geilsten Skills, so. Wofür sind die alle gut, die ich jetzt hier die Quietsche Engine gesammelt habe? Habe ich alle? Oh, was haben wir hier? Oh yeah. Kugelwirbel. Junge. Pupkatapulto. Was soll das denn sein, ey? Poseidon, vielen lieben Dank für deine 2 Monate. Dankeschön. Freue ich mich. Die Reste Ente. Schwarze Lederweste. Doch echt stark. Ne? Mach weiter so und bleib dran. Vielen lieben Dank, Poseidon. Dankeschön. Gib mein Bestes. Gib mir Mühe. Sag, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Nur noch ein paar Versuche. Ach nein. Sträubt sich wie das Haar von jemandem, der unter Strom steht. War verkehrt? Nee, war nicht verkehrt. Nice. Jetzt nur noch eins, alte Weltgerät. Das geht nicht von alleine auf. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Ach, was hab ich denn da gemacht? Wo war das? Gut. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Abgeschlossen, jawohl. Aber jetzt kann ich den doch auch. Genau, Schrauber, Rang 2. Ja, Mann, jetzt haben wir eine Riesenente vorne dran. Wie geil. Denn eigentlich jetzt hin? Kehren zu Giblo zurück. Dann können wir ja den Wegpunkt nehmen, ne? Wieso kann ich nicht? Ach so, jetzt.
Hallo. Uso. Sei ruhig. Lauf die alten Knaben. Er meint, das seien genug Quaker, um den Glibbergleiter mit unendlich viel Munition zu versorgen. Die Ochse kommt. Glibber meint, er hat gesehen, wie der Pummelschnauber Stein als sein Bein genommen hat. Mit diesem Weltenfresser hat er also persönlich eine Rechnung offen. Danach setzte Steinalt seinen Kopf statt seine Füße ein. So überlegte er sich einen Plan, wie die Weltenfresser am besten zu besiegen sind. Und zwar nicht zu Fuß. So bekam er die Aufgabe, die Glibbergleiter neu zu bauen. Er freut sich, mit dir zu reden. Okay. Versteht nicht, warum du niederreißen willst, was sie aufbauen wollen. Hat Mitleid mit dir, obwohl du so verdorben bist. Ich bin verdorben. Ist überrascht, dass du aufbrechen musst. Er freut sich, mit dir zu reden. Du musst Glibbo dabei helfen, den Pummelschnauber zu besiegen, bevor er die Südostwurzel zerstört. Der östliche Weltenfresser wird von Tag zu Tag gefährlicher. Ihr seht euch später. Okay. Er freut sich, mit dir zu reden. Sagt, du sollst locker bleiben. Ich wollte jetzt schon dreimal das Gespräch beenden, er lässt mich aber einfach nicht. So, dann. Wir können jetzt auch mal darüber gehen. Gefangenen-Schicksale besiegelt. Da oben war ich auch noch nicht. Ja, dann gehen wir ganz normal raus. Gehen wir hier ganz normal raus und dann einfach nach links. Schauen wir uns mal die Ecke da hinten an.